Alter, was geht ab, Leute, Junge? Mit Bangesh, aka Jimmy Kollega. Wir sind hier gerade auf Chongs Turnier. Echt coole Stimmung, echt alles tipptopp. Krasses Turnier, wie immer von Chong, oder? Echt geil, ohne Witz. Aber wir vermissen ein paar Leute, die haben uns echt enttäuscht. Das Turnier ist schon echt geil, aber so 10 Leute mehr wäre es richtig krass. Es sind fast alle Tische gefüllt gewesen, aber jetzt... Steve, wo bist du? Ich hatte mich ernsthaft auf dich gefreut. Du so. Echt komisch. Hey, was geht ab, Leute? Wobbelt hier. Heute mit einem weiteren ernsten Gespräch. TVT Real Talk. Mit Steve. Wir haben jetzt hier den Steve mit seinem Amofar-Stack. Ist leider nicht gut gegangen, er wird es gleich mal selber erklären. Und wird uns mal sein Deck zeigen und eventuelle Verbesserungsvorschläge. Sorry, Steve. Nein, Ich muss dazu sagen, ich habe das Deck gestern Nacht, also heute Nacht, last minute gebaut, weil die Karten für die Decks, die ich eingespielen wollte, hatte niemand so kurzfristig. Also Pendulum-Effekt ist, each of your standby faces. Oh mein Gott, Alter. Deswegen habe ich gedacht, ich teste jetzt einfach mal das Deck, ist sowas Neues. Solche Decks kommen immer relativ gut bei Turnieren, wenn sie laufen, weil die Leute kein Zeitdeck dagegen haben. Und auch von den Effekten her finde ich die Monster echt interessant, aber jetzt kommen wir mal zum Deckprofil und jetzt die jetzt so oft reingegangen ist, kann man auch spielen. Oh mein Gott! Dringend braucht man den Server. Mann, ja, wieder das Licht. Er hat mich bitter getrickt, weil er hat gesagt, er braucht nur meine Hilfe für so Decklisten. Und dann schon habe ich so Vertrag unterschrieben, so lebenslang. Die Handgenommen werden können auch so durchziehen. Was mich halt selbst ziemlich stört, weil die wichtigste Karte im Deck ist mit dieser Zauberkarte, die man in der Karte. Wenn ich den halt in der Scale hab, dann kann ich es halt nicht machen. Ich hab mit Dui in den letzten paar Tagen haben wir halt viele Decks getestet für die DM auf Dueling Network. Und ich hab halt, egal welches Deck er gespielt hat, ich hab halt gemerkt, er kann halt nicht lesen, er kennt die Karteneffekte nicht und so. Was halt bitter ist, ich meine, wenn ich die kenne mit der ganzen Abwesenheit, die ich halt habe, wieso kann ich das? Ich kann halt entscheiden, dass ich sage, okay, ich hab auch alles. Und der Achter ist es der sagt, dass alle Karten gebannt werden, außer auf der Wenn ihr ein Update zu der Deckliste haben wollt, ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie jeden Tag eine neue Version von dem Deck haben. Also danke fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite und leidet nicht.